So Leute, da sind wir wieder bei Vegasif mit mir, Sefi und Jutes. Hi. Im Finale von Fire Emblem Rage and Dawn. Und wir machen gleich mal weiter mit dem gegnerischen Zug. Gegnerzug. Das hat er wieder 21. Ja, ich werde es überleben. So viel ist das doch nicht. Wer weiß. Oh. Wissenskammer kann man es nie so genau. Mhm. Oh, ein Gegner, der Tiban überlebt hat. Welch Seltenheit. Ja, das ist ein Heilige. Ja, ich glaube, die stehen auch auf, ja, Defensivplateaus oder wie die Dinger heißen. Gesundheit. Na, jedenfalls erhöhen die Dinger die Verteidigung um 10. Ah. Das erklärt's. Ja. Wie ihr da hängt. Oh, ich bin sterbenskrank. Erlöse mich. Ich hab's mir überlegt. Ah, die können wir dann gleich nach und nach aufräumen. Wenn da jetzt nicht gleich noch Massenverstärkung kommt, dann sollte es das auch bald gewesen sein. Aua! Was war das Pferd? War krass. Oh, ich teleportiere mich wieder zurück! So, da war es nicht sicher genug. Okay, gehe ich wieder hier hin. Da ist auch schon die Verstärkung. Die Armee der Bischöfe. Die Bischofskonferenz von 1993. Was? Na, da kann Mikaya wenigstens ein bisschen dran trainieren. Wundert mich, dass da so viele Bischöfe spawnen. Wie gesagt, kann Mikaya ein bisschen dran trainieren. Und so rum, wenn er schon mal hier. Ach, der kann sich ja immer noch. Der ist ja immer noch so stumm. Hat die hier nicht irgendeiner noch eine Genesung? Ich glaube, Katrin hatte die, ne? Ich glaube, die hast du abgelegt. Ja. Hatte Leonard. Hatte ist das richtige Wort. Oh, wow. Alles Mist, das Ellie hatte. Das mal spielt ja eigentlich auch keine Rolle, wer es hat und wer nicht. Was zählt ist, dass sie nicht da ist. Yay, Geschwindigkeit, Verteidigung, Resistenz, KP und Stärke. Alles, was man will. Yay, das alles. Und noch viel mehr. Würde kriegen. Bin ich Katrigo. Ja, dann sowieso. Wenn du Gatri wärst. Ja. Was würde dann passieren? Keine Ahnung. Ich hätte eine dicke Rüstung. Ich würde den Krieg ziehen. Würde es dir Spaß machen? Was, einen Krieg zu ziehen? Ja, oder würdest du sagen, ach nö, nicht schon wieder Krieg? Oder würdest du sagen, yeah, ich glaube, wenn die alle die Option in dem Spiel hätten, würden sie auch nicht alle in den Krieg ziehen. Mhm. Also von daher. Ich hätte sagen können, dass gerade du sagst, dass du gerne in den Krieg ziehst. Nein, ich glaube nicht. Hey, Ragnar! Was? Ich greife ihn gerade, der steht ja hinter dem General. Ach so, tja, lächerliche Söldner. Sanaki hätte sich wirklich bessere Verbündete suchen sollen. Sag der Richtige. Wäre sie auf meiner Seite geblieben, dann stünde sie jetzt nicht vor ihrem Untergang. Tja, es ist ihr Pech. Wer euch auswählte, traf auch schon bessere Entscheidungen. Aber wer macht euch zum Werkzeug? Sprecht. Werkzeug? Was soll das heißen? Ich allein wurde ausgewählt, um sie zu beschützen. Es war mein Plan allein, die Göttin wiederzuwecken und die Auserwählte zu werden. Ich war's. Ich ganz alleine. Ach wirklich? Wo wart ihr dann, als mit dem Galder der Befreiung das Medaillon geöffnet wurde? Was für ein Medaillon? Du musst im Fiebergesprächen, was redest du da? Beachtlich. Ihr wisst wirklich nicht, was vor sich geht? Oder, ihr Superhirn? Ich verschwende hier nur meine Zeit. Ich bin Leckern, Herzog Galas, der Auserwählte. Der letzte Auserwählte, der mir vor die Klinge gekommen ist, ist gestorben. So wie der? Ja. Ich scheine eine Neigung dafür zu haben. Das kann nicht sein. Ich wurde auserwählt und weg. Ich habe Rex-Aura gefunden. Rex-Pieser mit Aura-Funktion. Mit Aura-Funktion? Sehr interessant. Alter, dadurch, dass sie da auf diesem Plateau stehen, sind das echte knallharte Brocken geworden. Die haben eine Verteidigung von 41 mal so nebenbei. Ja, neues. Meinst du, diese normalen, die kriegt Sophie ja noch sogar hin.
hier. Level up. Schon wieder. Stärke. Freut mich sehr. Und Glück. Ach, weißt du, was lustig bei ihm ist? Als Windsänger hat er ein Maximalglück von 35. Als Gauner hatte er einen Maximalglückswert von 40. Tja. So, wenn du Maximalglück hattest und ihn dann, hat aufsteigen lassen, dann ist es gesunken. Das ist dann steht so, yeah! Oh. So, bringe ich die Maus zum Radius raus, dann kann unsere geliebte Mary zu hier ein bisschen trainieren. Wow. Ah ja, die sind ja auch noch da. Nee. Noch? Darauf liegt wohl die Betonung. Er ist jetzt jedenfalls nicht mehr. Tja, der nächste folgt. Er ist schon ganz erpicht darauf. Und Tiger ist schon ganz erpicht darauf, ihn zu zerreißen. Oh Gott, der war schlecht. Der war schlecht. Und wieder ein EPchen. Naja, 99 Kämpfe noch und dann krieg ich ja wieder ein Level ab. Naja, es ist halt nicht der letzte Kampf. 0 gegen 1. Wow. Oh. Was für ein Epic Fight. Ja. Aber hey, es reicht für ein Level up. Yay, Speed! Jetzt macht sie einen Magieschaden mehr. Oh, nämlich genau 0. Statt mal zu sagen, das macht keinen Sinn. Macht das vielleicht mehr Sinn? Ich glaube auch nicht. Nee. Nice. Es ignoriert die Resistenz und halbiert die Genauigkeit. Ah. Was ziemlich lame ist, wenn ich das nur sagen darf. Naja, es hat gereicht. Was für Glück, irgendwann aktiviert sie es nochmal. Ja. Greift zumindest jetzt endlich mal zweimal an. Zumindest die da. Was für ein seltener Anblick. Ja. Und es verringert die Wahrscheinlichkeit, dass sie gedoppelt wird. Okay. Da ist jeder Punkt wertvoll. Ich glaube, er hat sie kein Tani mehr. Endless Fight. Vielleicht aktiviert sich hier irgendwann wieder Corona. Oh. Den hat sie nicht gedoppelt. Mike, mir geht's so schlecht. Ich bin so stumm. Und wie kannst du dann reden? Keine Ahnung. Sag's mir. Ich kann doch auch nicht reden. Ja, nicht so viele auf einmal, bitte. So, jetzt ist Sora wieder im Geschäft. Ich hab einen Laden. Hui. Wo kommt das denn her? Hier, Inas Rotgut. Ah. Erhöht Stärke und Fähigkeit von benachbarten Freunden um 5. So, und ich bin jetzt viel stärker. Vielleicht stellst du niemand neben Sanaki. Wenn die Stärke erhöht wird. Ja. So, jetzt kommt der richtige Magier. Jetzt bin ich ja gespannt, gleich löst du das ab. Hey, das ist immerhin. Ja, man muss bedenken, die stehen ja auf so einem Magiebällchen. Ah. Dann so, du ab. Du packst das, du rockst das. Ich glaub an dich. Entschuldigung. Ich fliege einmal im Kreis, weil ich das kann. Warum nicht? Wenn die Gegner das können, kannst du das auch. Ja. Wenn ihr das könnt, kann ich das schon lange. Nein, du kannst das nicht. Das wäre mehr sehen. Daran, ich opfere mich für dich. Was? Was ist das? Und ich dachte, wir wären fast fertig. Tja. Das früh gefreut. Hui. Ich habe immer noch das Laden von der PS3 im Ohr.
Gott, ist das so ein Flexer? Finde ich schon irgendwie. Ich glaube, das ist dein Magen. Ich glaube nicht. Ja, rumort ab. Mann. Das tut mein Magen öfter. Ich kriege hier ja nichts zu essen. Wo ist denn das dein Zuhause? Wenn sich einer beschwert, dann bin ich, ich das. Ich hab doch so einen Knebelvertrag, dass ich in die, dass ich werde laufen, damit nichts esse. Und jetzt, wo wir so diesen ewig langen Marathon machen, verhungere ich. Mhm. Ich schieb mir heimlich eine Pizza rein, ne? Ja. Ich hab so einen Hunger. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Mir geht's gut, Leute, keine Sorge. Falls euch das überhaupt interessiert. Jetzt habe ich was noch für Pizza. Ich auch. Ich habe unten noch eine. Nur eine? Ja, leider. No. Die können wir uns teilen. Ich teile nicht mit dir. Aber ich mit dir. Du teilst mit mir. Ich will nicht. Nicht mit dir. Aber ich dachte, wir wären Freunde. Was? Wir waren nie Freunde. Was bist du? Was ist das? So, oh, nicht mal daran kriegt die mit Urban kaputt. Und er hat schon wirklich urbane Mächte. Muss ich extra seinen Starre für aktivieren. Na, wozu hat er es denn? Natürlich, damit es sich aktiviert. Ich glaube auch, dass, der MVP des Kapitels wird auch bestimmt daran sein. Ja, definitiv. Niemand hat so viel geleistet. Mhm. Obwohl, Tiban hat auch sehr viel getötet. Immerhin war ja diese ganze Reihe Magier da. So, verbleiben diese vier Bischöfe. Die Bischofskonferenz von 1998. Die jetzt ihren Loot an den Aufstieg kriegen wird. Hexenverbrennung mal anders. Jetzt, das war eine Hexe? Jetzt brennt der Hexer zurück. Das sieht doch mal wesentlich besser aus. Ja. Danke, danke. Ich glaube, Soren hat einen Ruf zu verlieren. An wen? An sich? Weißt du, vielleicht denkt er, sagt er sich so, oh ja, unsere geliebte Mary Sue, unsere Geliebte, hat's nicht geschafft. Muss ich aber zeigen, wie das geht. Mhm. Und der nächste beißt ins Gras, er konnte nicht mal angreifen. In diesem Fall beißt er in den Asphalt. In die reinsten Marmorplatten. Und der letzte. Nimm das, du Schurke! Was? Oh, ich brenne in der Hölle. Du hast doch nicht lang genug gebrannt. Die optimale Grillzeit eines Bischofs liegt bei 10 Sekunden. Was für eine Flamme. Ja. Fertig! Krieg ich jetzt einen Lutscher? Hey. Mikaya, ich habe ihn! Ich habe Dialog! Ich habe ihn! Leg keinen Stern, Fingern empfunden. Es ist der echte Blutpakt. So einen falschen? Endlich, endlich haben wir ihn. Nach allem, was dein wegen dieser verflixten Schrift erleiden musste. Ich weiß, aber damit können wir endlich dein von seinem Fluch befreien. Na los, Mikaya. Du weißt, was zu tun ist. Das weiß ich. Woher? Ich verstecke nichts bei E-Mail. Wow. Dabei muss ich auch noch Puh? Huh, ist das anstrengend. Ja, total. Ist bestimmt aus Granit, das Papier. Stimmt. Ja. Es ist verschwunden. Das war's. Was für eine Befragung. Jetzt muss niemand mehr sterben. Außer unsere Feinde. Was für ein Segen. Oh, Pelias, du Blöser. Hey! Mikaya, hier ist noch ein Pack. Lekan hatte zwei von ihnen bei sich. Was soll das denn? Oh, den werde ich an mich nehmen. Kaiser und Sanaki? Ich habe versprochen, ihn seinem wahren Besitzer zurückzugeben, den König der Raben, Nessala. Dieser Pakt zwang ihn Lekan zu nähen und so musste er sich gegen seine Verbündete wenden. Also war auch Kilvas bedroht? Ja,
Der Verrat Leckerns war grenzenlos, aber jetzt ist er endlich, ist jetzt endlich alles vorbei. Ich bin wirklich sehr froh für alle Beteiligten. Es geht mir genauso. Ich will sagen. Ich will ja nicht negativ klingen, aber wenn wir die anderen nicht aus der Versteinerung befreien, wird unsere Freiheit ziemlich sinnlos sein. Wahre Worte, wir dürfen nicht aufhören, bis jeder befreit ist. Komm, die Gattin erwartet uns. Ach, ich hasse mich. Leckerns, schwer zu glauben, wie die verzerrte Wahrnehmung eines wahnsinnigen Verräters ein ganzes Volk dort verderben lassen kann. Hohe Priesterin, geht es euch gut? Ich habe Text. Nun, du nennst mich ja immer noch Hohe Priesterin. Ich denke, diese Zeiten sind vorbei, Ike. Wie soll ich euch sonst nennen? Sanaki? Ein guter Anfang. Wie unhöflich, du hast kein Recht, mich so auf seine vertraute Weise anzusprechen. Bitte nenn mich Kaiserin. Verstanden, Kaiserin. Das musst du nicht so steif sagen. Sei mal ein bisschen lockerer. Oh, jetzt hört aber auf. Ihr Wesen seid schon ziemlich zielgebaut. Ich glaube, das Mädchen dort braucht die Stimme der Göttin gar nicht, oder? June, für eine Göttin seid ihr aber auch recht seltsam. Ihr scheint fast glücklich, dass ihr hier nicht unbedingt benötigt werdet. Ike, nur eines zeichnet alles Leben auf der Welt aus. Nichts kann es daran hindern, sich zu verändern. Manchmal tun Leute Dinge, die selbst die höchsten Gottheiten sich nicht hätten vorstellen können. Das macht mich traurig, aber es macht mich auch zur gleichen Zeit sehr glücklich. Wahrscheinlich mag ich Leute deswegen so. Es gibt einige Veränderungen, die Göttinnen weder vorherbestimmen noch kontrollieren können. Vielleicht nahm Ashera uns das übel. Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass Ashera Berg und Blaguts beide sehr liebte. Ich bin mir dessen sehr sicher. Ich nicht. Ach, wie schön. Wir sind ja schon fertig, Mann. Und ich dachte, das geht wieder so in Überlänge wegen diesem endlos langen Dialog. War ja sehr endlos. Ja. Naja, passenderweise können wir diesen Part in normaler Länge gestalten. Wir haben jetzt noch ein paar Sekunden zur Verabschiedung. Möchtest du den Leuten noch irgendwas sagen? Hallo, liebe Leute. Ich hoffe, das hat euch alles super toll viel Spaß gemacht. Ihr mögt uns immer noch weiterhin, obwohl wir total verpeilt sind und hier über unser Hunger leiden. Nein, tun wir nicht. Uns geht's gut. Wir hoffen, dass ihr natürlich wieder mit dabei seid, wenn wir das nächste Mal ins nächste Kapitel hineinstürzen. Und ich hoffe, ihr habt besseres Wetter als wir. Ihr habt kein schlimmes Wetter. Euch geht's gut, ihr seid gesund, habt Familie, Freunde und alles andere umherum. Keine Sorgen, Probleme, die haben wir nämlich auch nicht. Das einzige Problem ist wahrscheinlich, dass ich nicht die Klappe halten kann. Und 10, deswegen sage ich 8, auf Wiedersehen. 7, 6, bis zum nächsten 5, Mal. 4, unsere 3, lieben, oh, treuen Fans. Drei, und zwei, Sinti, du 1, bist echt verdammt. Tschüss. Schick.